Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die Ruinen ein bisschen hier erkundet. Also die Seite der Ruinen. Jetzt klüpfen wir uns die Seite der Ruinen erstmal vor. Schon eine ganze Weile, dass ich aufgenommen habe, ehrlich gesagt. Und ich habe echt gesagt noch voll viele Videos auf Vorrat. Ich glaube, Part 34 wird erstmal hochgeladen. Heute und ja, welcher Part ist das hier? 38, 39? Ich will mir erstmal meinen Level Up abholen. Ich habe wieder so trainiert, dass ich kurz vom Level Up bin. Ach ja, eine neue Kampfaktion habe ich auch bekommen. Ich glaube, die habe ich bekommen, als ich mehr als 10.000 Schaden während der Amortisierung gemacht habe. Größerer Schritt macht größere Schritte. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss ich aber noch eine ganze Weile für sparen. Ich will ehrlich gesagt nur eine Folge aufnehmen, wo es okay, weil ja, wie gesagt, ich habe noch viel auf Vorrat aufgenommen. Wenn ich dann eine Level wieder geholt habe, dann kann ich mit Offscreen trainieren. Boom. Ich gucke immer, ob ich erstmal neue Sachen lerne, und wenn ja, dann tue ich einfach laden und nicht nachgucken, was für Sachen ich gelernt habe. Oh Gott. Schaffe ich nicht hier zu überleben. Danke. Ah, sehr gut. Boom. Ja, Level aufstehe. Neues Atelier. Okay. Und Kenntnis beim Titel vertief. Und AP, die Baum war. So, Edna hat was Neues gelernt. Erdmine. Ein mystisches Art. Oh, okay. Fällt mir gerade ein. Ich habe es jetzt nur von Soray, das mystische Art, gesehen. Der setzt halt auch hin und wieder mal auf Screen ein. Darf ich nur mal von ihr machen? X und R2. Okay. Wenn ich drei Dinge ab, ne? Ja. Hab ich aber nicht. Und sonst niemand. Mal hier ein paar Arts bekommen. Ich habe immer noch SK, ehrlich gesagt. Und wo habe ich dann nochmal? Graces, ne? Natürlich von Graces. Oh. Nö, geht weg. Jemand muss mich heilen. Jemand muss mich heilen. Danke. Okay. Ich dachte, ich wäre da rausgelaufen. So. Brennender Ansturm. Okay. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Sachen noch bekommen habe. Ausgehen. Weiß ich jetzt nicht mehr. Nein. Brennender Ansturm gibt Fokus und Angriffskraft. Und A-Angriffskraft. Ja, wenn mein Effekt nicht weggehen würde, ne? Alle anderen können Angriff nicht so gebrauchen. So, da, da. Sieht schon wieder wichtig aus. Was ist ein lautes Poltern von oben? Fast. Okay, ich glaube, mystische Art kann ich mal suchen. Okay, zeig mal. Okay, hab ich getötet gewesen. Ich hoffe, irgendwann die SA-Menge kann irgendwann erhöht werden. Ich hatte, glaube ich, mal eine Waffe, die von Edna die SA erhöht hat. Weil ich auch herausgefunden habe. Sie hat voll viele Arts, die irgendwie nacheinander eingesetzt werden können, wenn ich Kreis gedrückt halte. Beziehungsweise A, wenn ihr die Steuerung nicht geändert habt. Zum Beispiel, glaube ich, habe keine SA. Oh, was? Das ist überhaupt, wenn beide Charaktere amortisiert sind.
Langsamungsschild. Schild, was ist denn ein Schild? Schild. Alter, ist das nur Verteidigung. Okay, sie hat einen Wasserring, der irgendwie nichts bringt anscheinend. Und wer hat mal irgendwann welche Rüstung bekommen, die ihren Dings erhöht? Ha, hab ich dich getroffen? Da. Er setzt immer seine Mystik Art ein. Verbrauchen die immer ihre SA? Diesel hat jetzt mal seine Dings, aber ich glaube, er hat gar keine Mystik Art, oder? Doch, hat er. Komm mal her. Sag mal, ja. Sehr schön. Ich tue sie immer so schnell amortisieren, finde ich. Ja, den steuern wir auch noch. In dem Gebiet können wir erstmal Rose steuern, finde ich. Apfelgummi. Ja, sind wir ja gleich endlich mal da. Bei diesen komischen Dingen. Ich habe schon von oben mal irgendwie da hingeguckt. Aber nicht von Oma hier von dem Eingang. Also von hier habe ich mal geguckt und da ist so eine Kugel wieder. Nein, ich habe das gefunden. Gelber Irrstein, DVA oder DVA. Heldalf nutzt diese Kriege dazu, die Venomisierten voranzutreiben und immer stärkere Helions hervorzubringen. Wow, der erinnert mich an den Trailer von Fire Emblem Fates. Und da war eine Mädel aus dem Intro. Soldaten in Goblins verwandelt? Okay. Das wäre ein ganz klassischer Goblin-König von Yu-Gi-Oh! Keine Spinnen, bitte. Jetzt eine Domäne oder was? Daichi の記憶、過去の出来事が記録されてるんだ。各国での戦争の様子なのか。それはあいつがヘルダルフが利用して、汚れのルーツボを生み出してるってことか。兵馬同士を争わせて。 Okay. Wer hätte gedacht, der Asche ist unheimlich ist böse. Ich muss unbedingt ihre Art Attacke erhöhen. Warum hat sie auch als Preset den normalen Angriff voll erhöht? Hey, was war? Schade, ich dachte, ich kann im Kampf auf die Dinger drücken. Ernsthaft, warum wurde ihr erster Ziel aufgelevelt?
meine, sie hat anscheinend sehr viel mehr A-Art Angriffe, weil sie ich habe schon Dutzende Bonusse von dem jetzigen Titel, aber guck ich da mal an. Hat Angriff 201. Selbst wenn ich den einen Titel, ja, den sie voll aufgebaut hat, ausrüstet, 12% ist immer noch Art, glaube ich, höher. Also warum hat sie diesen Titel, ja, boah, gesteigert bekommen? Die Kamera. Ja, das ist sehr geil. Sie hat eigentlich eine Mystic Guard auch als Stoß. Bams. Ich muss ja auch noch viele Stöße machen, um einige Kampfaktionen zu bekommen. Oh, sehr gut. Jeder kann Eis im Stil erstellen. So, da ist wieder so ein Ding. Also ein lautes Rumpeln und Pumpeln von oben. Auch baden. Aber ich habe keine Dings. Soll mich direkt so amortisieren und alles weghauen. Komm her! Bin ich auch irgendwie doof, ja, richtig doof, dass hier voll viele Charaktere nicht auf normale Angriffe ausgelegt sind. Eigentlich nur Alicia und Zoe, ne? Ah, eigentlich meine Truhe nicht wieder öffnen kann. Na, warte mal, wenn ich jetzt ihn dabei habe. Wenn die Truhen dann angezeigt, nö. Wo, ihr beiden könnt mal wieder jetzt mal meine neuen Charaktere ausprobieren, aber mit Cleo kann auch mal wieder Action haben. So, ach so, ich muss nach oben, genau. Hier mal lieber dem Weg zurück, weil hier sind die Gegner, nehme ich mal an, weg. War ich da schon? Ja. Gegner brauchen wir nicht. Das ist so traurig irgendwie. Ein paar Let's Player in meiner Abo-Liste haben vor kurzem mit dem Spiel ja angefangen. Sind jetzt schon weiter als ich, die irgendwie eine Woche oder zwei später angefangen haben. Was sagt hat über meinen Let's Player aus? Ich nehme an, jetzt ganz stark da oben ein paar Plattformen entschieden sind und ich kann mich dann so buff darüber teleportieren. Gar nicht mal schlecht. Mal gern wieder auf den Herrscher des Landes zugreifen können seit langer Zeit. Ja, guck dir halt mal an. Uff. Muss ich jetzt aber lohnen. Uff. Silberne Schlüssel, ein Schlüssel für silberne Schatz und bestimmte Türen. Ja, sind hier irgendwelche gewesen? Ich weiß das nicht. Jedenfalls können wir jetzt Silbertruhen öffnen, das ist doch mal geil. Und der kommt wahrscheinlich Boss. Da ist ein Monolith, da ist eine Silbertruhe. Ach man. そうらしい。本当にいつかなれるのか。これはどうしての試練を描いた壁画のようですわ。こんなところにこんなものがあるなんて。これはどうしの試練を。 この印ついてるところにどうしは行かなきゃってわけ。ライラ、そういうこと？今日の晩御飯はマーボーカレーですわ。気にしないで。ライラは自分に。あ、finde ich so blöd。話せないことがあると時々こうなるんだ。ダイエットみたいなもん？印の場所はいつか。 Er kann uns doch helfen.
Na, ist halt überhaupt nicht wichtig. Sie hat uns jetzt gesagt. それだ。もしかしたら強い領域にも負けない力が手に入るかも。ヘルダルフに対する光明が少し見えたかな。全然わからん。領域？ヘルダルフ？ああ、ご飯食べる時にでも話して。収穫あったってことでしょ？ ここの探検は終了かな。そう。じゃあ戻ろう。退屈しのぎに退屈するとは思わなかったぜ。全くだわ。全くだ。ノーコメント。 So, erstmal tue ich die Schatzruhe abplündern, indem ich die ganze Zeit anlacht. Was weiß Ach man. Wo ich mal, weil ich hier schon ausgesetzt habe, ne? Müsste eigentlich voll überpowered sein. Wechsel Steuerungsmodus, Automodus, ja. Ich glaube schon gesagt, mitten im Kampf. Warte mal, prüfen. Ja. Handgemälde der Prüfung, das musste auf der Mauer. しかも、こんなんじゃないかな。ということは、ここはアスガード流星群の遺跡ということは、ペンドラゴの神殿がそうだからな。うーん。ペンドラゴの神殿も見てみたいな。でも、やっぱりニーフェルデンに似てるんすよ。なんで？ペンドラゴはローランス帝国の首都。神殿は教会の総本部。今や教会関係者、しかもトップ連中しか入れないってこと。そっか。 Gesicht. Mit Karte der Klammern gibt es 4 X-Markierungen. Im nördlichen Teil der Seehafenhöhe im Osten. In Alfreds Ragt. Alfred kommt auch in diesem Spiel wieder vor. Jagdrevier und im Felshackenjoch. Beide in der Mitte des Kontinents. Der letzte liegt in der Westen. Schlucht im Westen. Also im Westen. Okay. Ja, Alfred, den haben wir ja in Tessus Symphonia sogar persönlich getroffen. Tessus Xillia hat ja seine ganzen Schätze verteilt und wir mussten die sammeln, also ja, auch bekannter Name. Wenn ihr sie von Anfang an hätten sehen können. ロゼは最初から見えてたら天族も兵馬も怖がらないんだな。そりゃそうでしょう。最初から見えるってことはいるってことだよね。見えなかったのが見えるってことはいないって思ってたのに、本当はいるってこと。マジ怖くない？ Das ist meine berechtigte Frage. Ich meine, du kannst ja nicht mal kurz aufs Klo gehen oder so. Wir sind dann auch da. Ich habe das Ganze schon wieder ins Lächerliche gezogen. Es tut mir sehr leid. Ins Lächerliche und Ekelhafte. Ach, jetzt, ja, mit der Katze. Hund. Hund, nicht Katze.収穫あったのか。いや。うん。けど大地の記憶とか同士の試練とかなんだかいろいろあって面倒になってきて。うん。どれから行こうか。ちゃんと考えろ。世界を巡ることに動きやすくするべきだ。うん。じゃあペンドラゴはどう？ それはきっとローランスの偉いさんに目つけられてるだろうからさ。いやいや戦争に参加させられたってちゃんと話しといた方がいいかも。なるほど。だ、funktioniert bestimmt。人間ならではのアプローチだな。ちょっと、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 
Also jetzt einfach jemand fragen, der da abgammelt oder was? Titel wurde hochgestuft. Okay. Welcher? Der hier? Nee. Ich weiß nicht so genau, wie hat hier noch alles funktioniert. Ich meine, wie wenig ich hier nur habe. Die haben einen Titel schon volle Möhre hochgeballert. Einen jungen dynamischen Hirten zu begegnen. Wer weiß, was das Schicksal noch für uns beithält. Ehrlich gesagt, wie ich, kann ich jetzt kaum heraus erwarten, herauszufinden. Huahaha. So, und da geht es dann wahrscheinlich direkt weiter. Dann gehe ich da unten mal hin, speichere und beende den Part, würde ich sagen. Danach mache ich auch direkt fertig Feierabend mit der Aufnahme-Session. Ja. Ja, komm schon, gucken wir mal. Wir vielleicht auch noch shoppen. Ja, jetzt kommt wieder eine 5 Stunden Cutscene, ne?私は女の子。オッケー。ああ。それいい。ん?今までもずっとあんな、ひょうも戦ってたんだ。普通の人には見えない化け物と。うん。これからも。ああ。さっき話に出たヘルダルフってのが、サイカの犬種って言って。また。長い話はご飯食べながら。 Ja, muss ich ja neue Cutscenes wahrscheinlich alle fertig machen. Sonst kann ich aufs König nicht trainieren. Sagt doch irgendwas kommt wieder dazwischen. Ich wollte nur eine Aufnahme machen. Und ich werde enden mit 5. Ich sehe jetzt schon kommen. Stimmt, den Wald haben wir auch noch nicht erkundet. Okay, das ging schnell. Sehr gut. Danke. Fand ich schon wieder doch ein ganz klein bisschen unnötig jetzt. Aber egal. Ist noch irgendwas hier? Wir haben wieder epische Musik, sehr gut. Hier gab es, glaube ich, nichts Besonderes. Okay, in der nächsten Folge können wir halt endlich mal den Wald erkunden. Sehr schön. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen shoppen. Wo ist nochmal der Eingang hier? Und ja, weiß ich nicht. Herrscher des Landes kann ich immer noch nicht machen. So, gibt es jetzt hier Waffen für die beiden? Scheint nicht. Kalzit-Ohrringe. Kaufen wir die mal. Die haben gute Effekte. Einfach so, so, upsa. Ja, dann kann ich bestimmt irgendwas, genau. Kann ich hier endlich mal neue Dinge reinpacken, wie zum Beispiel die. Hm. Die, dann kann ich, wo ist sie? Ah. Was hat sie denn so beschissene Ausrüstung als Auswahl? Ja, wahrscheinlich noch aufscreen finden oder habe ich irgendwann was ich verkaufen kann, wenn es nicht so bringt. Oder nicht.
Ich auf Screen machen. Ich mache jetzt erstmal hier einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play. Okay, gut. Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.